Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich habe mir heute mal gedacht, komm, ich mache mal ein Guide, wie und auf was für unterschiedliche Arten und Weisen man den Techniker denn spielen kann. Und was wir jetzt hier schon sehen, ist mein Techniker-Meta-Bild. Das heißt, meine Waffen, die ich benutze, also sagen wir es mal so, ich trage sie, ob ich sie benutze, ist eine andere Art und eine andere Frage. Aber ich trage als Gewehr die Welle, zu Deutsch, wegen dem perfekten Spike. Dass wenn ich einen Kopfschuss auf einen Gegner mache, dass ich 25% mehr Fertigkeiten Schaden für 8 Sekunden mache. Meine zweite Waffe ist die süße träumische Rotflinte, denn immer wenn mir ein Nicht-Elite-Gegner zu nahe kommt oder der Gruppe zu nahe kommt, kann ich aus meiner Deckung eben herausspringen und ihn one-hitten. Sollte irgendein Bosskampf stattfinden, wechsle ich von der süßen Träume auf die Bullet King oder Kugelhagel, glaube ich, heißt Kugelhölle, Kugelhagel, Kugel, irgendwie so. Das sind also die Waffen, die ich immer bei mir trage und bei denen ich auch mal hin und her wechsle. Als Pistole trage ich ganz gerne den Reverse Boomstick. So heißt er dann auf Deutsch. Und hier heißt er Backup Boomstick auf Englisch. Hier habe ich mir dann auch das Talent Spike draufgerollt. Weil diese Waffe ist halt auch unheimlich gut, weil sie schießt unheimlich schnell. Zwei Schüsse zwar nur hintereinander, aber der Damage ist dementsprechend hoch, dass wenn ein schon angeschossener oder nicht Elite-Gegner auf einen zukommt, dass er dann die ewigen Jagdgründe ergründen kann. So, was trage ich für Ausrüstung? Also an erster Stelle, ich trage zweimal China Light Industries. Obwohl ich überhaupt nicht auf Explosionsschaden gehe. Mir ging es hier eher um den Zweierbonus vom Set, wegen der Fertigkeiten Tempo. Grundsätzlich habe ich überall Fertigkeiten Schaden und Fertigkeiten Tempo auf meinen Klamotten. Die Mods, die ich belegen kann, belege ich in diesem Fall mit Fertigkeiten Dauer. Da ich hauptsächlich das ganz normale Geschützturm spiele und die ganz normale Stürmerdrohne. Kommen wir zur Brust. Ich trage eine Wyvern Wear. Nur ein Teil davon, da es mir 10% nochmal Fertigkeiten-Schaden gibt. Auch hier habe ich wieder Fertigkeiten-Tempo, Fertigkeiten-Schaden und Fertigkeiten-Dauer als Mod drin. Das Brusttalent, das ich hier benutze, ist Glaskanone. Man kann hier natürlich auch was anderes wählen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Ich stehe ganz gerne auf den multiplikativen Schaden, den mir dieses Talent gibt. Dadurch, dass ich Techniker bin, sitze ich meistens in Deckung. Den Schaden, den ich bekomme, der bezieht sich dann meistens eher auf Explosionsschaden durch irgendwelche Granaten oder Drohnen, die es dann wirklich tatsächlich bis zu mir schaffen. Hier könnte man auf diese Spielweise angepasst entweder Unbreakable packen, dass wenn man seine Rüstung verliert, dass man wieder 95% seiner Rüstung zurückbekommt, oder man packt dieses Talent darauf. Umso länger eine Fertigkeit aktiv ist, erhöht sich ein Stack auf der jeweiligen Fertigkeit bis zu 15 Mal und macht dann 15% mehr Schaden. Mein Holster. Auch hier wieder Fertigkeiten Tempo und Fertigkeiten Schaden. Dann trage ich zwei Hana-U-Teile. Dann der erste Bonus gibt mir Fertigkeiten Tempo, der zweite Bonus gibt mir Fertigkeiten Schaden. Auch hier habe ich wieder Fertigkeiten Schaden und Fertigkeiten Tempo draufgerollt.
Und dann der Rucksack. Der Rucksack ist für mich meines Erachtens einer der besten Rucksäcke wegen dem Talent, was er auf sich hat. Und zwar, wenn ich mit meinen Skills, mit meinen Fertigkeiten einen Gegner töte, dann mache ich mehr Schaden. Wer schießt da auf mich? Okay. Dann lassen wir mal arbeiten. Okay. Brauchen wir weiter erstmal keine Gedanken drum machen. Weiter zum Text. Meines Erachtens ist das mit eines der besten Spielarten und Weisen, gerade für Leute, die sich in vielerlei Hinsicht schwer tun, gewisse Dinge alleine zu machen, zu meistern, etc. pp. Da gerade durch diese Fertigkeiten man ein unheimlich starker Spieler ist, auch wenn man selber nicht wirklich aktiv ist, sondern seine Fertigkeiten einfach nur irgendwo hinschickt und die Fertigkeiten für einen arbeiten lassen. Aber schauen wir uns mal eben ganz kurz die Geschichte auf Legendär an. Das heißt, wir kommen rein, wir platzieren unser Geschützturm, holen die Drohne raus, verstecken uns, wie sich das für einen Techniker halt gehört. Aushalten tun wir ja nichts wegen der Glaskanone. Und dann lassen wir unsere Fertigkeiten mal für uns arbeiten. Hier kann man noch mal kurz zugucken, wie es aussieht, wie schnell meine Fertigkeiten die Gegner runterholen. Es ist also keine Schwierigkeit für einen Techniker, mit diesem Metabild legendär alleine zu laufen. Dafür fehlt mir jetzt allerdings die Zeit, weil das Ganze würde circa 4 Stunden dauern, alleine zu laufen. Legendär wird dadurch auch sehr gemütlich, sage ich mal, wenn man es auf diese Art und Weise spielt. Gerade wenn man es noch mit einem Kollegen spielt, der ebenfalls Techniker geskillt ist und so unterwegs ist, wie ihr selber auch, dann ist das eine wunderschöne, gemütliche Sache. Man kann nebenbei gemütlich quatschen. Wir haben es letztens zu zweit in 3 Stunden und 2 Minuten gemacht. Und das alles sehr entspannt. Ich habe das Ganze hier auch schon in unterschiedlichen Varianten versucht, legendär alleine zu machen, um ziemlich weit zu kommen. Ich habe auch ein Hybridbild, mit dem ich es versucht habe, also ein Hybrid-Heiler-Bild. Und das hat auch nicht wirklich gut funktioniert. Richtig gut funktioniert es wirklich auf diese Art und Weise, da man hier im Endeffekt immer komplett außerhalb des Geschehens ist. Die Fertigkeiten erledigen alles für einen. Und man wartet eigentlich im Hintergrund einfach nur ab. Es ist auch ganz gut, wenn man, sag ich mal, Items farmen möchte. Gerade jetzt, wenn das Titel-Update 10 kommen wird, wird sich der Loot-Drop ja doch um einiges ändern. Da droppen dann doch deutlich bessere Attribute bei den Klamotten, was ich schon auf dem PTS testen konnte. Auch wird noch für den Techniker oder den Hybriden werden noch neue Waffen kommen. Einmal das Mechanical Animal und einmal das Gewehr Harmony. Gerade das Gewehr Harmony ist wirklich auf diese Spielart und Weise Gold wert. Es ist ein Gewehr,
Und zwar ist es bei diesem Gewehr so, dass wenn ich Schaden an einem Gegner mache, dass sich dann mein Fertigkeitenschaden um 20% erhöht, und zwar egal, wo ich den Gegner treffe. Das heißt, ich muss nicht auf den Kopf schießen, wie bei die Welle. Und wenn meine Fertigkeit, so wie jetzt hier, meine Fertigkeiten sind ja ständig am Schaden machen, erhöht sich mein Waffenschaden um 20%. Und wenn diese beiden Sachen dann aktiv sind, verdoppeln sich die Werte. Das heißt, ich mache 40% mehr Fertigkeitenschaden und ich mache 40% mehr Waffenschaden. Dann wird es noch ein Sturmgewehr geben. Und das Sturmgewehr ist auch eine richtig nette Nummer. Da das Sturmgewehr, wenn ich mit dem Sturmgewehr einen Gegner töte, erhöht sich mein Fertigkeitenrang um 1. Das Ganze funktioniert bis zu 3 Mal. Dieser Buff hält 18 Sekunden lang an. Das heißt, ich kann für 18 Sekunden, wenn ich standardmäßig auf Fertigkeitenrang 3 bin, auf Fertigkeitenrang 6 ansteigen. Dann hat diese Waffe weiterhin noch in ihrem Talent eine weitere gute Option, dass wenn ich nämlich auf Fertigkeiten Rang 6 bin, dass ich dann in den Overcharge gehe, wenn ich dann nochmal einen Gegner töte. Und das ist wirklich eine richtig coole Nummer. Das heißt, der Hybrid wird hier wirklich dann auch mal richtig gut rauskommen, was ich auch zum Techniker zähle. Das heißt, ich kann dann einen Techniker spielen, mit dem ich Waffenschaden mache, für Leute, die keinen Bock haben, die ganze Zeit nur in Deckung zu sitzen und abzuwarten, wie ihre Fertigkeiten alles erledigen. Aber in dem Sinne hätte man auch unheimlich viel Zeit. Man kann nebenbei noch ein bisschen Serie gucken, ohne dass jetzt hier Hektik anfällt. Man wechselt zwischendrin wieder in sein Game rein und schickt nochmal seine Fertigkeiten los, wenn sie gerade kaputt gemacht worden sind. Oder man kann nebenbei noch ein bisschen, keine Ahnung, man hat halt Zeit nebenbei. Das ist also die eine Art und Weise, wie ich den Techniker spiele. Und wie ihr hier sehen könnt, schaffen es auch nicht die Drohnen zu mir, da die Fertigkeiten, sprich die Drohne und das Geschützturm, haben eine Prioritätenliste, die Massive ihnen mitgegeben hat. Und die Prioritätenliste sieht eigentlich ganz einfach aus. Erstmal macht alles Schaden auf das, wo ich sie hinschicke, oder sie sucht sich selber etwas. Sollten allerdings solche Explosionsdrohnen kommen, werden diese Explosionsdrohnen oder Kamikaze-Drohnen von meinen Fertigkeiten abgefangen. Und da die Fertigkeiten eigentlich immer so eine hundertprozentige Trefferchance haben, braucht man sich da null Gedanken drüber machen, ob da eine Drohne auf mich zukommt. Das ist auch einer mit der Gründe, warum ich die Glaskanone spiele, weil ich mir halt wegen solchen Sachen keine Gedanken machen muss. Was für die Drohne auch noch sehr interessant ist zu wissen: Wenn die Drohne mal gerade jetzt hier so im Kampf keinen Gegner mehr erfasst und wieder zu mir zurückkommt, und beispielsweise ein Gegner ist zu weit weg, als dass ich Q oder E benutzen könnte, um sie explizit auf diesen Gegner zu schicken, dann reicht es, wenn ich den Gegner sehe und hier aus der Deckung, ich habe ja hier so einen Kreis, der an jeder Ecke des Kreises offen ist, sozusagen. Und wenn ich dann einfach nur so drüber fahre, wie jetzt gerade eben, und ich halte mein Fadenkreuz über dem jeweiligen Gegner, dann fliegt meine Drohne automatisch dorthin, und zwar egal auf welche Entfernung. Und das ist richtig, richtig cool. Jetzt habe ich natürlich gerade Glück, dass sich hier Verbündete von mir gerade in der Nähe befunden haben und mit angreifen. Jetzt kommen die dicken Typen. Wir alle wissen, die dicken Typen. Oh mein Gott.
Wenn die mir zu nahe kommen, dann kriege ich sowas von den Hive in die Fresse. Ja, da hat natürlich keiner Bock drauf. Wer mag das schon? Aber da muss man sich wirklich keine Gedanken machen, weil die werden so schnell runtergeschossen von den Fertigkeiten, die dicken. Dann ist hier noch eine andere Sache zu beachten, und zwar, wenn unsere Fertigkeiten Schaden auf die dicken Typen machen, fangen die dicken Typen, die ticken vor allen Dingen, die dicken Typen fangen nicht an, sich zu heilen. Warum auch immer. Also entweder haben unsere Fertigkeiten versteckte Talente, von denen wir nichts wissen. So, wir wollten einmal kurz gucken. Wo ist der Dicke mit seinem Lebensbalken? Da. So, jetzt gucken wir einmal, wie er runtergeht. Jetzt ist mein Geschützturm natürlich auch gleich weg. Nehmen wir die besten Momente. So, Drohne drauf. Und der Hive von den dicken Typen macht an unseren Fertigkeiten jetzt auch nicht wirklich viel Schaden. Der meiste Schaden kommt wirklich von ihrer Railgun, die sie dabei haben. Jetzt versteckt sich der dicke Typ natürlich. Aber egal, man sieht ja hier ganz klar und eindeutig, es ist kein Stück schwer. Es ist sehr gemütlich, sehr angenehm. Was man gerade auf Legendär, gerade hier am Anfang in diesem offenen Bereich, sehr stark beachten muss, ist die Roboter, die am Anfang da sind. Die müssen wegpriorisiert werden. Das heißt, wenn sie in Schussreichweite unserer Fertigkeiten kommen und wir können unsere Fertigkeiten explizit darauf ansetzen, sollte man das auch tun, weil durch ihren Granatenwerfer lebt man dann doch sehr gefährlich. Momentan habe ich halt das Glück, die Gegner wissen immer noch nicht, wo ich bin. Das ist auch einer mit der Vorteile von den Fertigkeiten, gerade wenn man den Kampf so beginnt, dass sie nicht wissen, wo man sich befindet. Kümmern Sie sich immer nur um die Fertigkeiten, nicht um einen selbst. Weil sonst hat man dann schon mal das ein oder andere ein paar Probleme mehr. Wenn ich jetzt in einer Gruppe unterwegs bin, dann spiele ich meinen Techniker auch so. Aber dann ist es natürlich auch so, gerade in District Union Area oder in den anderen legendären Missionen wechselt man dann einfach mal seine Talente durch. Ne? Es wird dann beispielsweise, wenn man hier draußen fertig ist, kommt man dann ja endlich mal ins Gebäude rein. Und wenn man im Gebäude drin ist und in dem ersten Raum, kommen ja erstmal jede Menge Heiler. Da packt man sich dann genau dieselbe Kombination ein, wie man es jetzt hier hat. Das heißt, man läuft einmal kurz in den Raum rein, stellt seinen Geschützturm. Man muss in diesem Raum dann seine Drohne zünden und sie eben auf die Gegner schicken. Weil außerhalb des Raumes ist einfach nicht die Möglichkeit gegeben, dass man die Drohne reinschicken kann. Und wenn die Drohne dann zerstört wurde, das erste Mal wartet man die Cooldown ab und man wechselt auf den Techniker-spezifischen Hive oder Drohnenstock. Und zwar auf den letzten hier, das müsste dann auf Deutsch der Werkmeister sein. Den wirft man dann einfach neben seinen Geschützturm
Und dann ist das Geschützturm erstmal für sehr, sehr lange Zeit, ich sag mal in Anführungszeichen, unsterblich, macht deutlich mehr Schaden. Wird die ganze Zeit geheilt, die Wirkdauer ist auch noch erhöht jedes Mal, wenn der Werkmeister trifft. Also durch und durch kann man dann außerhalb des Raumes stehen und sein Geschütz einfach arbeiten lassen. Macht dann auch die Dicken ohne Probleme weg. Geht also eigentlich relativ alles easy. So, jetzt sehen wir schon hier. Jetzt wird gerade ein bisschen schwieriger, dass unsere Fertigkeiten jetzt hier zu Potte kommen. Das heißt, man kann es wagen, entweder nach vorne zu gehen oder die Drohne immer wieder im sicheren Abstand nach vorne zu schicken. Weil soweit ich weiß, steht hier auch immer noch ein Dicker. Weil der kleine Angsthase sich nicht mehr nach vorne traut. Jetzt haben wir den Dicken im Visier und jetzt versuchen wir, dass die Drohne, wenn sie gleich wieder aus dem Cooldown ist, da hinten auf den Scharfschützen zu schicken, wobei der gerade nach hinten läuft. Das heißt, wir haben hier gerade mal die Chance, wieder einen Teil nach vorne zu gehen. Holen unsere Drohne raus und schicken unsere Drohne einfach mal auf den Dicken. Jetzt bewegt er sich auch und damit können dann die Fertigkeiten auch auf den Dicken gehen und den dann gleich mal eben ablösen. So, wie man sieht, da geht gut Schaden rein. Die Rüstung ist schnell zerbrochen. Der Rucksack macht uns überhaupt keine Probleme als Techniker. Warum auch? Und die Drohne wieder raus, die Drohne wieder drauf und dann fällt der kleine Mann auch um. Geschützturm lassen wir noch eben kurz stehen, bis der Dicke wirklich tot ist. Dann bauen wir den Geschützturm jetzt mal ab. Schlängeln uns peu à peu nach vorn. Weil jetzt kommt da nichts mehr außer der Scharfschütze, der da vorne noch steht. Die Drohne sollte das eigentlich ohne Probleme erledigen. So. Und damit haben wir den Vorhof von District Union Arena gesäubert. Schauen wir mal, was so droppt. Ja, ne, die Items sind also im Endeffekt gar nicht mal so schlecht gerollt. Ja, sieht doch ganz nett aus. Okay. Weiter mache ich das jetzt nicht. Es würde auch einfach ein bisschen zu viel in Anspruch nehmen. Ich glaube, man hat ganz gut verstanden, dass es eine relativ gemütliche und einfache Art und Weise ist zu spielen. Das funktioniert übrigens auf jedem Schwierigkeitsgrad. Wie gesagt, ich bin hier auf Legendär gerade drin. Alles, was da drunter ist, fällt deutlich schneller und noch leichter um und ist ja auch alleine ohne Probleme alles spielbar. Was auch sehr gut ist bei dieser Art und Weise, ihr könntet jetzt auch legendär auf 5 Detektiven stellen. Das wäre auch überhaupt gar kein Problem, weil die Cooldown ist ja doch relativ gering. Wenn man auch die coolen Fertigkeiten in der Detektive anmacht, man hat jetzt hier, also ich habe 12,8 Sekunden Cooldown. Man könnte das Ganze natürlich noch abwandeln, wenn ich jetzt hier anstatt Fertigkeiten Dauer nehme, auf Fertigkeiten Tempo in den Mods gehe. Dann kann man das noch ein klein wenig nach unten schrauben. Schauen wir uns das mal an, wie weit würde man dann noch runterkommen. So. Dann wären wir bei 10,9 Sekunden. Es ist jetzt also kein Beinbruch. Die Drohne ist auch bei 10,9 Sekunden. Ob ihr jetzt 12 Sekunden wart, also hier in dem Fall 1,9 Sekunden länger, hier ebenfalls 1,9 Sekunden länger, oder ob ich, wenn wir eben mal kurz hier die Fertigkeiten Dauer anschauen, haben wir 193,5 Sekunden. Es sind ein bisschen über 3 Minuten. Und wenn ich jetzt hier wirklich wieder meine Fertigkeiten
Dauer überall rein platziere. Schauen wir mal, wie viel höher unsere Fertigkeitendauer dann ist. Ja, 9,3. Zack, und dann schauen wir uns das einmal an. Und dann haben wir hier eine Duration von über 50 Sekunden länger. Also fast eine ganze Minute holen wir dadurch raus. Und zwar bei beiden Fertigkeiten. Da ist mir doch deutlich lieber, wenn meine Fertigkeiten länger liegen. Ne? Also wir haben hier 4 Minuten, 8 Sekunden. Das ist der Hammer. Und wenn man dann den Hive noch benutzt, zusätzlich erhöht das auch die Dauer der Fertigkeit, dann steht das Ding sicherlich seine 7 bis 8 Minuten darum. Okay, das ist die eine Art von Technika, die man spielen kann. Dann spiele ich noch den, sag ich mal, ganz normalen Hardwired-Typen. Der Hardwired-Typ ist ein sehr universeller Typ. Hier spiele ich den auf Zerstörungsexperte. Hier ist mir auch nur ein Teil von von China Light Industry wichtig, weil hier geht es mir wirklich um den explosiven Schaden, den ich dadurch erhalte. Auch hier dieselbe Brust, die ich auch im anderen Bild anhabe. Glaskanone, Skill Damage, Skill Haste. Nur, dass ich hier auf Skill Haste gehe und nicht Skill Duration. Dann haben wir ja, die Hardwire-Teile. Auf jedem Hardwire-Teil bin ich immer auf Fertigkeiten Schaden gegangen. Immer voll ausgebaut. Dann hier der Mod, auch wieder Fertigkeiten Tempo. Der Rucksack beim Hardwire ist das Allerwichtigste überhaupt. Den sollte man niemals, niemals nicht anziehen. Nicht, wenn man im 10-Sekunden-Takt seine Sucherminen rausschicken will. Das ist nämlich meine normale Spielart und Weise. Also sprich, wenn ich legendär gehe mit einer Gruppe, dann spiele ich das auch zwischendurch unheimlich gerne. Das heißt, man geht hinein, man wirft seine Sucherminen, wartet, bis die Sucherminen in den Cooldown geht, setzt dann seinen Hive hin, die Sucherminen ist wieder ready, man wirft wieder seine Sucherminen. Man lässt 10 Sekunden bis das Hardwire-Set oder kurz vor 10 Sekunden den Hive fliegen, damit die Gruppe auch was davon hat. Kann ihn widerlegen, nachdem man ihn aufgehoben hat. Wirft die Sucherminen wieder, bis sie sich ihr Ziel gesucht haben. So kann man das die ganze Zeit durchspielen. Die Leute kriegen gute Heilung. Man selber macht sehr guten Schaden. Ich zeige das mal eben ganz kurz im Weißen Haus. Gehen wir einfach mal eben kurz an den Schießstand. Da kann man das mal eben ganz kurz und ganz nett beobachten, wie der Opener aussieht und wie der Schaden nach dem Opener aussieht. Denn das Hardwire-Set erhöht meinen Fertigkeiten-Schaden ja dann auch nochmal laut Aussage um 10% für 20 Sekunden. Und dieser Effekt kann alle 20 Sekunden auftreten. Also pflanzen wir uns einmal hier hin, werfen einmal unsere Sucherminen da rein, lassen die einmal explodieren. So, und dann schauen wir unten, links unten in den Chat. 3,6 Millionen, 3,7 Millionen, 3,7 Millionen. Dann setze ich meinen Hive hin. Dadurch aktiviere ich das Hardwire-Set. Und zwar inklusive dem der Damage-Erhöhung. Schicke die Sucherminen raus. Dann sind wir bei 3,9 Millionen Schaden. Ich nehme meinen Hive wieder in die Hand. Resette das Ganze mal eben hier. Werfe meine Sucherminen weiter hier vorne hin. Gehe ins Visier, schieße einmal mit dem Kopf auf den Kopf mit meiner Welle und dann bin ich bei
4,3 Millionen Schaden mit meinen Sukaminen. Was will man mehr? So, und wieder den Buff aktivieren. Wieder auf den Kopf schießen. Und wieder 4,3, 4,4 Millionen, wenn man es aufrundet. Wunderbar. Wenn man dann natürlich noch einen Kollegen mit in der Gruppe hat, der auf der Brust dieses wunderbare Talent hat. Wir gehen mal eben ganz kurz oben hin, damit ich das auch mal eben kurz zeigen kann, falls sich jemand dann auf Pause durchlesen möchte. Und zwar dieses Talent. Wenn man 10 Sekunden in Deckung sitzt, erhöht man von sich selbst und seinen Freunden den Waffen- und Fertigkeitenschaden um 12%. Wenn das auch noch jemand in der Gruppe anhat und immer schön in Deckung sitzt und euch nach 10 Sekunden diesen Buff gibt, einfach nur geil. Also dann nochmal 12% Schaden obendrauf, ist mega. So, auch das Schöne an diesem Hardwire-Set ist, man kann das in unterschiedlichen Kombinationen spielen. Man muss nicht den Heiler Hive nehmen. Es gibt auch Situationen, ich sag mal, wenn man bei den Hauptmissionen so gut aufgepasst hat, dass man weiß, wo die Gegner aus welcher Tür kommen, dann kann man die Gegner schon töten, bevor sie aus der Tür rauskommen. Und da ist dieser Oxidator einfach der absolute Hammer. So, stellen wir eben kurz den Schwierigkeitsgrad hier eben hoch. Zurücksetzen kann ich, brauche ich nichts. So, gehen wir mal davon aus, dass hier vorne, wo jetzt die ganzen Gegner stehen, dass da eigentlich eine Tür wäre, wo sie herauskommen. Das heißt, ich weiß ungefähr, wann sie herauskommen. Das heißt, ich werde kurz vorher meine Ladungen da schon mal hinschießen. Ich sag mal 3-4 Ladungen. Wir machen jetzt einfach mal 3-4 Ladungen dahin. Mal gucken an, wie die Dinger da runter tickern. Ja, selbst wenn jetzt hier nochmal nachgeschossen wird. Das ist einfach abnormal hoher Schaden, der da rauskommt. Und wenn man solche Ladungen schon an die Tür platziert, ist das eine richtig tolle Nummer und unterstützt die Gruppe auch unheimlich gut. Auch dieser Oxidator resettet eure Sukaminen. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersrum. Das heißt, wenn der Oxidator voll geladen ist mit seinen 6 Ladungen oder 7 Ladungen, wenn ihr die extra Munition nochmal drin habt, dann braucht ihr da keine Gedanken drüber machen, ob er jetzt denn dann den Chem Launcher zurücksetzt, denn er wird dann nicht zurückgesetzt, da er voll ist. Und so könnt ihr euch dann auch immer wieder eure Murmeln zurückholen. Ja, Chemwerfer schießen, Murmel ist wieder da. Murmel rein. Glücklich sein. Das Ganze funktioniert natürlich immer auf unterschiedliche Arten und Weisen. So, jetzt sagen wir mal, wir sind unterwegs in der Gruppe und wir merken so, ja, okay, wir sind jetzt gerade in einem sehr engen Raum und ich möchte nicht, dass die Gegner an mich rankommen oder an meine Gruppe. Also packe ich mir die Falle ein. Die Falle oder das Blenderglühwürmchen. Das ist jetzt jedem selber überlassen. Will ich, dass es schnell geht? Ja, ich würde sagen, es bleibt einfach jedem selber überlassen. Es ist halt, jeder hat das so seine eigene Spielart und Weise. So, ich nehme das Schild. Also erstmal packe ich mir die Falle hier rein. Lass die Gegner reinlatschen, wenn ich schon sehe, okay, da an der Wand, da wird niemals ein Gegner reinlaufen, auch hier wird keiner reinlaufen. Das heißt, der ist effektiv, der ist effektiv, der hier ist effektiv. Wenn wir jetzt mal sagen, hier ist der Gang, haben wir hier eigentlich nur 2 bis 3, die wirklich effektiv sind. Auch hier muss man dann halt wieder gucken, okay, wie werfe ich es? Also zerstöre ich sie, ist ja egal. Ich ziehe mein Schild, habe sie wieder ready.
und werf nochmal. Und dann kommt es auch immer darauf an, wie werfe ich denn die Falle? So, zerstören, Schild wieder ziehen, wir können wieder werfen. Also, wenn ich, umso näher ich an mir selber dran ziehe, oder also nach unten die Maus nach hinten ziehe, dann fliegen die Fallen, diese Schockfallen, einfach nicht zu weit. Wenn ich den Mittelpunkt nach oben ziehe, umso weiter fliegen sie auseinander. Also, wenn ich in einem engen Gang bin und ich möchte wirklich, dass sie sehr nah beieinander sind, dann lasse ich es ziemlich weit unten. Hab dann hier ziemlich viel auf einem Haufen, dann ist das Ganze auch ein bisschen effektiver. Und selbst wenn ein Stellungswechsel kommt und es heißt, ach du Kacke, die Gegner kommen auf einmal von rechts, dann einfach zerstören, darüber werfen. Ne? Alle 10 Sekunden ist das möglich, die Falle so zu aktivieren, etc. pp. Das funktioniert auch mit allen anderen Sachen. Das ist ja das Wunderbare daran. Man kann seine Ablenkung, das Hologramm nehmen. Man kann die Sticky Bomb nehmen und mit der Sticky Bomb spielen. Die können wir uns auch mal eben ganz kurz anschauen. So, nehmen wir einmal die Sticky Bomb. Schauen wir mal, wie viel Schaden bei der Sticky Bomb rauskommt. Damit man das auch mal sieht. So, wir nehmen die Sticky Bomb, schießen einmal in die Gegner rein. Gucken kurz unten in den Chat. Lassen das Ding explodieren. 7,5 Millionen. Auf ein einzelnes Target und alles, was drumrum ist. Das Interessante an der Sticky Bomb ist, beim ersten Mal resettet sie sich sogar selber. Beim zweiten Mal nimmt man dann halt sein Schild wieder zur Hand, lässt sie explodieren und kann auch mit der Sticky Bomb wunderbar arbeiten. Dann kann man die Sticky Bomb alle 10 Sekunden raushauen, gezielt auf ein Target. Das ist auch eine nette Spielart und Weise, um die Rüstung von Gegnern direkt wegzuwemsen. Auch Hunde kann man, wenn man alleine unterwegs ist, one-hitten damit. Ist auch sehr nett. Was ich auch sehr schön finde, ist, wenn man sich's freigespielt hat, die EMP-Bombe davon. Denn die EMP-Bombe ist, die EMP-Sticky-Bomb ist sehr geil, wenn man auf den Gegner schießt, ist der EMP aktiv und aktiv, so lange bis er ausläuft. Und man sieht hier unten an der Sticky-Bomb selber, sie ist noch gar nicht ausgelöst, aber trotzdem erneuert sie den Effekt. Das heißt, wenn man hier auf Fertigkeiten Dauer geht, und Statuseffekt, dann kann man die Sticky Bomb, bevor man sie überhaupt detonieren lässt, mehrfach immer wieder erneuern lassen, automatisch. Und wenn sie dann kurz vorm Auslaufen ist und der Statuseffekt des Gegners ist gerade weg, dann lässt man sie detonieren, dann ist der Gegner und alles drumherum auch nochmal im EMP. Ist eine super geile Nummer, diese Sticky Bomb. Wirklich. Wie sieht das Ganze mit dem Impuls aus? So, Impuls ist eigentlich, reden wir nicht drüber, aber der MP, das Störgerät sozusagen, der Störpuls, ist eine richtig geile Nummer. Der resettet sich auch selbst. Das heißt, wenn ich ihn jetzt einmal raushaue, gerade beim Kampf gegen Hunde, Roboter etc., der MP ist einfach eine Mega-Nummer, weil er setzt halt die Gegner außer Gefecht und er macht auch gleichzeitig noch Schaden. Allerdings muss man dafür immer abwarten, bis der EMP-Effekt vom Gegner runter ist, um ihn dann wieder zu erneuern. Man muss auch nicht warten, bis die 10 Sekunden komplett herum sind. Man weiß ja ungefähr, wie lange dauert es. Also wir gucken mal unten. Jetzt sehe ich, ja okay, wenn ich ihn jetzt schon mal anfange zu zünden, ist das Hardwire-Set ready und er resettet sich dann selber. Und wenn ich dann, mein Gott, ziehe ich mein Schild und erneuere ihn. Ne? Also alles überhaupt kein Problem und kein Thema.
Schauen wir uns andere Fertigkeiten an. Was kann man damit denn noch so gut spielen? Also, jeder Cam-Launcher funktioniert auf die Art und Weise, dass ich meine Rollbomben erneuern kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Situation bin und wir sind in einer, ja, in einem Engpass und ich möchte meine Gruppe eher mehr unterstützen, dann schauen wir mal, okay, ich könnte jetzt auch einfach das Blenderglühwürmchen nehmen. Nehmen das Blenderglühwürmchen, das kann man auch mit dem Schild gleichzeitig benutzen. Das ist auch sehr gut, dass gerade wenn es so ein Engpass ist und es sind sehr viele Gegner da, die eigentlich gerade am Rausschießen sind und man selber hält eigentlich gar nicht so viel aus, dann ist es ganz toll, wenn man einfach das Schild mitnimmt. So, ne? Alle 10 Sekunden kann ich dann Blind raushauen. Über 13 Sekunden hält mein Blind. Das heißt, ich kann die Gegner oder den einzelnen Gegner, den Boss etc. pp. Kann ich im Dauerblind halten. Einmal warten, wiederziehen, schon mal anvisieren. Man macht zwar in der Zeit keinen Schaden, aber das ist vollkommen egal, weil man hält seinen Jungs einfach den Rücken damit frei, so damit die grundsätzlich perfekt arbeiten können. Und man selber steht eigentlich auch immer relativ safe, dadurch, dass man das Schild halt eben hat. So, also wer noch keinen Blinder hat, sollte vielleicht mal darüber nachdenken, auf Hardwire-Set zu spielen. Einfach um es der Gruppe auch ein bisschen leichter zu machen. Hardwire-Set zusammenbasteln ist kein Problem, das kann man einfach oben an der Fertigungsstation machen, wenn man sich damals die Blaupausen oder generell die Blaupausen zusammengesammelt hat. Dann kann man einfach nach oben gehen, bastelt sich das Set zusammen. Das Set kommt immer mit einem Fertigkeiten-Attribut und das hier unten kann man zusammenrollen, wie man möchte, da man eh nur ein Attribut hier unten hat, dass man da explizit noch drauf rollen kann. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte gerne Blender spielen, dann würde ich nicht Skill Damage oder Fertigkeitenschaden nehmen, sondern ich würde hier wirklich auf Statuseffekt in dem Fall gehen. Okay, also, dann haben wir also einmal den EMP. Oder, ja, nehmen wir einmal die Situation, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt ganz gerne DARPA, die Mission DARPA gehen. Dann packe ich mir doch einfach ein, mein Geschützturm, mein EMP-Puls. Und in dieser Kombination, es gibt am Anfang, ich glaube, der zweite oder dritte Raum ist es. Ich glaube, der dritte Raum. Der dritte Raum in der DARPA-Mission, da ist diese Kombination unheimlich gut. Gerade fürs Gruppenspiel. Oder auch wenn man allein unterwegs ist. Also, man kommt herein in den Raum und von oben fliegen Drohnen herunter. Links und rechts ist ein Computer. Die müssen aktiviert oder deaktiviert werden, damit von oben keine Drohnen mehr kommen. Es kommen aber auch die ganze Zeit Gegner. Und da ist es doch ganz einfach, entweder positioniere ich mich links oder ich positioniere mich rechts mit meinem Techniker. Dann pflanze ich meinen Geschützturm dahin, wo es so gut wie überall hinschießen kann. Und EMP die Drohnen einfach weg. Also, spielen wir das mal ganz kurz durch. Man kommt rein in diesen Raum. Das erste, was passiert ist, es kommen Drohnen von oben. Das heißt, ich laufe rein, lalalala, zünde beim Laufen, halte ich schon den EMP-Puls gedrückt, damit die Drohnen weg sind. Ich setze mich irgendwo hin, gucke, wo kann ich meinen Geschützturm hinschmeißen. Das war jetzt natürlich ganz toll. Sitze dann in Deckung, mein Geschützturm ist die ganze Zeit am Arbeiten. Wir wissen, der EMP-Puls resettet sich selbst. Und wir hätten ihn notfalls, also wirklich nur notfalls, wenn wir ihn zweimal hintereinander zünden müssten, könnten wir ihn direkt hintereinander zünden. Die Drohnen kommen allerdings immer in so einem 15 Sekunden Abstand. Das heißt, wir haben genug Zeit zu warten, bis unser Hardwire-Set wieder bereit ist, bis die Drohnen wieder kommen. Hardwire-Set ist bereit, wir zünden die Drohnen weg.
Wir brauchen uns darüber keine Gedanken machen. Zwischendrin kommen Roboter, zwischendrin kommen diese Hunde. Das ist kein Problem. Wenn die Drohnen kommen und ihr haltet den EMP gedrückt und er baut sich auf seine 33 bis 34 Meter Radius auf, dann ist der Hund, der Roboter und die Drohnen im EMP. Die Drohnen sind instant tot, der Roboter bekommt immens viel Schaden, genauso wie der Hund. Das heißt, bei einem Roboter oder bei einem Hund haust du 2 bis 3 Mal den EMP raus, dann ist das auch Geschichte. Ohne, dass die dich stören. Das macht es unheimlich einfach. Es ist genauso wie wenn ihr Agent Keener killen wollt auf Liberty Island. Liberty Island und wir gehen in Richtung Keener, sagen wir mal der Kampf davor, wo diese riesen Marodeur-Drohne oben am Himmel schwebt. Da unten kommen unheimlich viele Hunde. Da könnte man dann die Sticky Bomb mit dem EMP mitnehmen. Coole Nummer. Draufschießen, Hund ist außer Gefecht, wenn ihr sie explodieren lasst, kriegt der Hund auch noch Schaden. Was will man mehr? Und der EMP-Impuls macht auch seine 5, bisschen mehr als 5 Millionen Schaden. Supergeile Nummer. Wirklich. Schild, EMP, Sticky Bomb, auf die Hunde draufballern. Oder man wartet, bis die Hunde kommen, was sie meistens nicht tun. Und nimmt dann einen ganz normalen EMP. Dann läuft man rein in dieses Gebäude und dann kommt ja dieser Raum, wo lauter so Bildschirme sind. Links und rechts im Viereck sind diese Kisten aufgebaut, aus denen andauernd Fertigkeiten rauskommen. Das heißt, wenn ihr euch in die Mitte stellt, dieses Raumes, mit eurem Techniker, und ihr zündet euren MP, dann sind diese Boxen komplett außer Gefecht gesetzt. Komplett. Und wenn ihr dann alle 10 Sekunden euren EMP raushaut und diese Boxen außer Gefecht sind, ist es nur abwarten, bis das Event abgelaufen ist. Sprich, bis die Zeit abgelaufen ist, die es braucht, um abzulaufen. Und ihr werdet in diesem Raum nicht einmal kämpfen, nicht einmal schießen, gar nichts müssen. Null. Super chillig, super einfach. Wenn ihr dann nach draußen kommt und diese Rakete aufhalten müsst. Sprich, ihr müsst zu diesen Aufladestationen hinlaufen, damit die Batterie sich auflädt, damit dann dieser Schwachpunkt öffnet bei der Rakete. Auch da, wenn ihr in der Gruppe seid, der Techniker stellt sich in die Mitte an die Rakete hin und zündet kontinuierlich alle 10 Sekunden sein EMP und es kommt nirgendwo eine Fertigkeit raus. Man muss sich überhaupt keine Gedanken machen, ob man das schafft, wo die nächste Fertigkeit hinfliegt, ob man die Stürmerdrohne in der Luft erwischt, ob man, ne, lauter solche Sachen, braucht man sich keine Gedanken machen, es wird nichts passieren, es kommt nirgendwo etwas heraus, man setzt damit alles außer Kraft. Wenn Agent Keener dann runterkommt, juckelt man ihm direkt seinen EMP rein. Er hat oben seine Drohne schon hochgefahren, die den Schaden reduziert, sprich, Keener kommt, ihr nehmt euren EMP, zündet den direkt, wenn der unten auf dem Boden landet. EMP zünden, Blenderglühwürmchen hinterher und der Rest der Gruppe rotzt einfach nur drauf, was man draufrotzen kann und er ist direkt tot. Ein Spiel von 10 bis 15 Sekunden. Länger nicht. Das ist der ganze Kampf von Aaron Keener. Kommt natürlich auch auf den Schwierigkeitsgrad drauf an und wie gut eure Leute Schaden machen. Okay, was haben wir noch? Gut, den Hybriden möchte ich jetzt nicht unbedingt großartig ansprechen. Das ist ein heiler Hybrid. Das wird dann erst interessant. Also da würde ich dann nochmal ein extra Video machen, wenn Titel-Update 10 wirklich kommt. Ich dann die Waffen dafür auch zusammengefarmt habe, die man dazu braucht. Es gibt auch einen Schadens... Hybridbild macht auch unheimlich viel Spaß. Ich habe es auf dem Testserver alles schon zusammengebastelt. Ja, anderer Techniker. Und zwar der Crowd Control Techniker. Crowd Control deswegen, weil ich dafür zuständig bin, mich wirklich nur darum zu kümmern, die Gegner zu blenden.
Richtig, lange zu blenden. Ohne dass ich nebenbei Schaden mache, ich kann sie dann nebenbei auch noch außer Gefecht setzen, blibla blub. Ne? Also das Hardwire-Set, ich kann zwar alle 10 Sekunden mein Blenderglühwürmchen raushauen, ist aber immer noch eine andere Sache als... Ach, nehmen wir das. So, Cone Size passt auch. Als wenn man wirklich reiner Crowd-Controller ist. So, hier sieht man ja auch schon, okay, der Cooldown von meinem Blenderglühwürmchen sind 25,2 Sekunden. Dafür hält das aber auch 20 Sekunden lang an. Das heißt, ich habe hier eine Wartezeit von 5 Sekunden, 5,2 Sekunden dazwischen. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm. Dann habe ich noch meinen Banshee-Impuls, den ich kegelförmig nach vorne hauen kann. Der hat eine Cooldown von 10,8 Sekunden und hält 18,2 Sekunden. Das ist aber auch, ne? Die 10,8 Sekunden fangen erst dann an, wenn das hier vorbei ist. Das finde ich übrigens sehr kacke, aber gut, so ist es. 50 Meter geht das Ding weit. Und hier mache ich wirklich nichts anderes, außer Blender, Glühwürmchen werfen. So, das ist einmal so. Blender, Glühwürmchen raus. Wir lassen den Gegner blenden. Man sieht, es dauert ziemlich lange. Und kurz bevor die Geschichte abläuft, fange ich schon mal an, meinen Banshee zu benutzen. Und der Gegner ist wieder außer Gefecht. Mein Blenderglühwürmchen ist wieder bereit. Ich kann schon mal die Gegner wieder anvisieren in dieser Zeit. Schicke das Blenderglühwürmchen wieder raus. Man sieht hier unten, die Banshee ist immer noch am Ablaufen. Das heißt, ich habe noch gar keinen, es geht in den Cooldown. Was auch immer sich Massive dabei gedacht hat, weil der Debuff ist ja schließlich nicht mehr auf den Gegner drauf. So, und dann hast du halt einmal kurz eine blöde Brücke dazwischen, aber dann geht es auch wieder ganz normal weiter. In den meisten Fällen sind die Gegner dann eh schon tot, nach dieser Dreier-Kombination. Ne? Bums, Falara. So kann man das auch wirklich super für die Gruppe spielen. So, gucken wir einmal kurz, was ich dabei anhab. Die Waffen sind immer vollkommen egal. Man macht eh keinen Schaden. Ich bin überall auf Technik und wenn ich anfangen würde, Schaden zu machen, bei Gott, das wäre traurig. Okay, was mache ich denn da? Da muss Skill Haste rein. So. Schauen wir einmal, was wir hier anhaben. Ich habe einmal Murakami an, habe hier Statuseffekt drauf. Das ist meine ganz normale Brust. Hier habe ich auch wieder Statuseffekt drauf. Ne? Also hier bin ich überall auf eigentlich Statuseffekt gegangen. Wir haben auch wieder Statuseffekt. Dann habe ich den Acostas Go Back an. Ich arbeite also grundsätzlich immer sehr viel mit Handgranaten. Das mache ich so oder so. Gerade wenn Gegner in Deckung sitzen. Und ich in Gruppen komme, wo die Menschen nicht wissen, was Handgranaten sind und was sie alles bewirken können, muss ich also mit Handgranaten spielen. Hat auch noch einen tollen Nebeneffekt, nämlich ich bekomme einen Overcharge, wenn ich eine Handgranate werfe. Und wenn ich dann mein Glühwürmchen zünde, oder das Glühwürmchen dann raushaue, dann hält die Geschichte nochmal ein bisschen länger. Dann sind wir fast bei 30 Sekunden Blendung. Das heißt, da brauche ich danach noch nicht mal die Banshee benutzen, sondern kann wieder anvisieren, warten, bis der Effekt durch ist, schießt dann wieder mein Blenderglühwürmchen raus. Dann sind es wieder die normalen 20 Sekunden. Ja, und da kann man halt arbeiten. Das ist eine tolle Nummer. Und man hat halt immer noch diesen Banshee mit dabei, wo man die Gegner, wenn sie in der Deckung sitzen, auch noch aus der Deckung herausnehmen kann, wenn man nicht weiß, was Handgranaten machen. Aber im Endeffekt ist die Banshee eigentlich nur das Backup für wen ich nicht mit dem Blind entdeckt habe oder um diesen Übergang zu überbrücken, dass in der Zeit, wo mein Blind, also mein Blenderglühwürmchen noch im Cooldown ist, dass ich die Gegner so lange nochmal durcheinander bringe,
dass ich auch gemütlich Zeit habe, nochmal alle anzuvisieren mit meinem Blender-Glühwürmchen, um dann den Blind loszuschicken. Ja, was haben wir noch? Es ist ja einiges. Kann man über den Techniker kann man so viel palabern. Es ist auch gerade was das Blender-Glühwürmchen angeht. Blender-Glühwürmchen sind wirklich nicht Blender-Glühwürmchen, sind Glühwürmchen generell, sind generell super stark. Na, wenn man sich hier mal den Burster bei mir anschaut, da steht hier schon 3 Millionen und selbst der macht mehr. Ja, man muss ja dann die ganzen Multiplikatoren noch oben drauf rechnen, deswegen auch der Zerstörungsexperte. Der Zerstörungsexperte gibt mir 10%, China Light gibt mir 15%, die Brust gibt mir 25%. Das heißt, ich habe 50% multiplikativen Schaden auf den Schaden, den ich hier stehen habe. Und das wären in dem Fall 1,5 Millionen, die ich hier nochmal oben drauf rechnen kann. Das heißt, ich bin bei 4,5 Millionen. Boom. Das ist nicht mehr Schaden. Okay, der Demolisher, auf Deutsch Zerstörer. Dieses Glühwürmchen, wie man hier sieht, 9,85 Millionen Schaden. In Wirklichkeit macht es 12 Millionen oder so, also deutlich mehr. Gerade wenn die Dicken kommen oder der Bosskampf, beispielsweise in DC District Union Arena, besonders explizit da, ist dieses Ding einfach Gold wert. Die dicken Typen kommen, du schießt dein Zerstörerglühwürmchen rein, wenn du in der Gruppe unterwegs bist, wenn du allein unterwegs bist, brauchst du es nicht. Der Rucksack wird zerstört. Nicht beim ersten Mal, ich weiß jetzt nicht, wie oft man es aufschießen muss, ich glaube ein, zweimal, dreimal. Beim Bosskampf super hilfreich, dieses Zerstörerglühwürmchen. Das sollte eigentlich jeder Typ, der beim Bosskampf ist, sollte dieses Ding drin haben, ob er Techniker ist oder nicht, weil dieses Ding explizit auf die Schwachpunkte geht und an den Schwachpunkten Schaden macht. Das heißt, man steht ja nicht immer perfekt hinter dem Gegner oder perfekt hinter dem Boss, um den Rucksack perfekt treffen zu können. Also Zerstörerglühwürmchen einfach mal benutzen. Man kann im Kampf ja schließlich auch wieder zurückwechseln, wenn die Cooldown abgelaufen ist und man es nicht mehr braucht. Weil du rennst am Anfang eh die ganze Zeit nur im Kreis und versuchst deinen verkackten Rucksack zu treffen. Dass wenn der dann weg ist, dass du ihm dann die ganze Zeit auf den Kopf schießen kannst, bis er dann tot ist. Also, ne? Sich immer Gedanken machen und dann spielen und arbeiten. Jo, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Eigentlich nichts. Ich meine, man kann sich selber noch so viele Gedanken machen. Und selber auch so viel ausprobieren. Und jeder spielt ja auch immer ein bisschen anders. Hier habe ich einfach nur versucht, das Maximum rauszuholen an Schaden. Weil mir der Taktiker, gerade im Hardwire-Set spiele ich ihn halt einfach unheimlich gern mit den Sukaminen und dem Oxidator oder dem Heiler-Drohnenstock. Einfach um meiner Gruppe was Gutes zu tun. Weil ob ich jetzt mit meinem Chemwerfer auch noch reinschieße und Schaden mache, ich meine, alle 10 Sekunden treffe ich sehr viele Gegner mit meiner Suchermine. Also, auf 10 Gegner geht die Suchermine. 7 davon werden wahrscheinlich getroffen, wenn wirklich so eine Masse an Gegnern da ist. Weil nicht jede Suchermine trifft ja, die Gegner können ja auch ausweichen. Aber jedes Mal fliegt ein Schaden von 4 Millionen raus. Mal 7 und das alle 10 Sekunden, dann ist es okay, wenn man auch nebenbei die Gruppe unterstützt und mal heilt. Ne? Und wenn ein Kollege gestorben ist, dann kann man auch mal von dem Heiler-Hive auf den Wiederhersteller wechseln, weil, wie wir ja alle wissen, die Drohnenstöcke, die kann man alle wieder aufheben. Das heißt, ich werfe den irgendwo hin. Mein Kollege kann aufstehen, weil der HFE schneller funktioniert, als dass du da hinläufst, anfängst dich da auf den Boden zu legen, den versuchst aufzuheben und wirst dann rückwärts einfach nur abgeknallt.
beim Versuch, den aufzuheben, anstatt dass du einfach dein Hive da hinwirfst und der Typ steht dann innerhalb von einer Sekunde wieder auf, wofür du 3 Sekunden brauchst oder länger, und kannst deinen Hive auch einfach wieder aufheben. Weil als Techniker, gucken wir mal, hat der schon eine ziemlich große Reichweite, dieser kleine Hive. Ja? So, und wenn ich den irgendwo hinschmeiße, da muss man allerdings dann ein bisschen drauf achten. Man spielt ja Techniker, Hardwire-Techniker. Es ist wichtig, dass der Hive auf E liegt. Fragt mich nicht warum, es ist halt irgendwie so ein kleiner Fehler im Spiel. Also, ich nehme den Hive, mein Kollege liegt hier vorne, ich werfe den Ding dahin. Mein Kollege wird aufgehoben, ich habe aber keine Möglichkeit, da vorne hinzulaufen, um den Hive wieder aufzuheben, weil ich würde sterben, wenn ich nur den Kopf hebe oder. Also zerstöre ich ihn. Ist ja nicht schlimm. Also A, die Cooldown wäre jetzt nicht wirklich hoch, aber ich kann dann auch einfach meinen Oxidator nehmen, schieße einmal irgendwo rein, bumm, hab wieder eine Aufladung. Warte 10 Sekunden, bumm, hab wieder eine Aufladung. Warte 10 Sekunden, bumm, hab wieder eine Aufladung. Das heißt, mein Hive ist schon wieder aufgeladen. Ich habe kein Problem damit, wieder hier reinzugehen, den Hive zu ersetzen durch meine Sukaminen. Hab meine Sukaminen drin, weil mein Hive ist nicht mehr im Cooldown. Und wenn ich den Hive wieder brauche, gehe ich wieder rein. Verfickte Kacke, Vorführeffekt. Ja, dann halt nicht, ne? Dann kann man keinen Hive mehr holen. Komisch, sonst hat das immer wunderbar funktioniert. Naja, belassen wir es mal bei Vorführeffekt. Gut, ja, was kann man noch alles machen? Ja, auch der Stecherdrohnenstock. Tolle Nummer. Grammel. Es gibt auch noch ein Bug grundsätzlich hier im Spiel, den sollte man eventuell auch wissen, gerade was die Drohnenstöcke angeht. Ich habe das irgendwann mal durch Zufall rausgefunden. Boah, ich habe doch die Skills resettet, ne? Jetzt geht nicht mal mehr das. Meine Hacke. Jetzt vielleicht hier? Nein, geht auch nicht. Okay, gehen wir mal davon aus, ihr habt euren... Ach, scheiß an. Komm, ich logge mal eben aus und wieder ein. Dann sollte es ja alles kein Problem sein. So, schauen wir uns das Ganze auch nochmal an. Jetzt müsste der Hive ja wieder da sein. Dingelingelingeling. Okay. Also, gehen wir nochmal eben kurz runter zum Schießstand. Die Sache ist ja so, wenn man einen Hive in die Hand nimmt oder sich aus dem Inventar holt, dann ist er immer voll aufgeladen. Immer. Immer voll aufgeladen. Also, gehen hier rein. Ich will den Hive. Und wir nehmen jetzt einfach mal wirklich einfach absichtlich den Wiederbeleber nochmal. Es ist vollkommen egal, welchen man nimmt. Es funktioniert mit jedem Drohnenstock. Also, ich habe einen Drohnenstock, 7 Ladungen brauche ich unbedingt. Ich werfe den und ich spiele jetzt kein Techniker. Es ist egal, ob ich Techniker spiele oder nicht Techniker spiele, das funktioniert immer. Wir haben unseren Kollegen aufgehoben mit dem Hive. Wir gehen in Deckung. Wir gehen ins Menü. Wir gehen auf die Fertigkeit, die nicht im Cooldown ist. Und wir hätten die ganz gerne auf der rechten Seite jetzt liegen, unsere Fertigkeit. Jetzt müssen wir beachten, man muss es auf der Tastatur betätigen. Man darf nicht mit der Maus sagen, ich hätte das jetzt gerne hier. Das geht nicht. Ich muss E drücken. Dann vertauscht er die beiden. Und wenn ich jetzt rausgehe, habe ich wieder volle Ladungen auf meinem Wiederbeleber Hive und kann ihn wieder werfen. Ich werfe den Hive, heb meinen Kollegen damit auf. Ich zerstöre den Hive, gehe wieder ins Menü,
geh wieder auf die Fertigkeit, die auf der anderen Seite liegt, tausch die beiden wieder, geh wieder raus, Hive ist wieder da, mit vollen Ladungen. So, das gebe ich noch zum Schluss mit, wenn man so schön dabei war für über eine Stunde. Netter kleiner Bug, den ich einfach mal durch Zufall rausgefunden habe, weil ich genau so meine Fertigkeiten einfach getauscht habe, nachdem ich den Hive im Cooldown hatte, habe das rausgefunden. Ich glaube beim Heiler Hive oder beim Wiederbeleber Hive sogar habe ich es wirklich rausgefunden. Coole Nummer, kann man immer gebrauchen. Funktioniert auch beim Heiler Hive, beim Stecher Hive. Ne? Also wenn man, ich sag mal, wenn man Damage-Dealer ist, man arbeitet auf Blutungsschaden und man möchte nicht immer 5 Minuten warten, bis der Hive fertig ist. Einmal kurz wechseln, Hive ist wieder da, Hive reinschmeißen, Blutungsschaden geht, bumm, Schaden. Was will man mehr? Ne? In dem Sinne, das war's von mir, euer Lacustat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich möchte keinen Daumen hoch, ich möchte kein Abo haben. Ist mir scheißegal alles. Ich schalte auch die Kommentare ab, habe ich keinen Bock drauf. Wenn man die Daumen abschalten kann, schalte ich auch die Daumen ab. Oder auch nicht. Gucken wir mal. In dem Sinne, ich wünsche euch was.